Every day I'm looking for a way to return to the time when everything was easy to learn. Auf diesem schönen Fleck an der Weser stehen wir dieses Wochenende. Wir haben uns hier mit vier Wohnmobilen getroffen, da unser jährliches Selbstaufbauertreffen in Wietzendorf leider nicht stattfindet. Doch so schlecht ist das hier auch gar nicht. Wir können Lagerfeuer machen, stehen zusammen ohne irgendwelche Parzellen und das Ganze kostet keine 10 Euro. Wir werden eine Fahrradtour machen, eine Weißwurst essen und eine schöne Stadt zeigen. Viel Spaß mit uns zusammen hier an der Weser. So, auf geht's. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Yachthafen am Dreiländereck. Treffen uns da mit drei anderen Wohnmobilen. Das vierte, das fährt da vorne. Bleibt gerade. Das ist der Kalle. Wir wollen da nochmal ein Wochenende verbringen, anstatt Südsee kennen. Denn das Selbstaufbauertreffen hat man ja leider Gottes abgesagt. Und wir fahren jetzt hier gerade so durch den, was ist das hier für eine Gegend? Wie heißt das hier? Weserbergland, ne? Ja, ich denke schon. An der Weser das Bergland, weil wir fahren, der Yachthafen liegt an der Weser. Dann müsste es das Weserbergland sein. Ja. Jo. Sonntagabend. Mal gucken, was da alles noch so kommt. So, wir sind jetzt hier gerade am Dreiländereck angekommen, stehen hier am Yachthafen, relativ schön, an so einem Seitenarm von der Weser, wie man gerade sieht. Da ist nicht allzu viel Wasser drin. Darum fahren leider Gottes auch keine Schiffe auf der Weser. Haben einen wunderschönen Ausblick, den sieht man gerade hier mal. Und haben jetzt angefangen hier den Raketenofen in Gang zu bringen. In der Hoffnung, dass es bald eine heiße Weißwurst gibt. Nur noch bewegen. Prost zusammen, ne? Wir machen jetzt immer schön Weißwurst essen am Nachmittag. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Vorher trinken wir erstmal schön, passend zur Weißwurst aus Bayern, ein schönes Bier aus dem Osten. So, aber Weißwurst macht man dann schön auf dem Raketenofen. Dafür haben wir den hier gerade mal aufgebaut. Diese Klappe hält leider nicht, was mich ziemlich nervt. Da haben wir hier extra mitgebracht von zu Hause, aus dem guten Heim. Was ist denn überhaupt ein Raketenofen? Ja, das ist der RF33 von der Firma Petromax, leider Gottes, wo man mit relativ wenig kleinem Holz ein wunderbares Feuer machen kann. Dafür haben wir, wie gesagt, hier zu Hause mal ein bisschen was zurechtgestippelt. Hier kann man schön nachschieben immer. Der Anzünder ist es nicht so ganz statusgerecht, aber das macht nichts. Hauen wir jetzt mal nach unten so rein. Äste sind leider relativ frisch. Mal gucken, ob das trotzdem funktioniert, weil Kalle braucht jetzt eine Weißwurst. Ich auch. Oh, brennt schon. So, der macht hier richtig schon Alarm. Das läuft gut. So, man sieht jetzt hier, der RF33 brennt wie Sau und macht schön alles heiß. Leider Gottes waren wir wieder mal zu langsam und man hat die Weißwurst
auf dem Gasherd gemacht. Das ist auch ein bisschen langweilig alles. Naja, wir lernen ja dazu. Und da gibt es eine leckere Weißwurst. So, das ist jetzt der Morgen nach dem Lagerfeuer. Die Axt hat Pause. Wieder aufgeräumt. Dort hinten war die Feuerstelle. Gucken mal, ob da noch was zu sehen ist. So, das Feuer ist leider aus. Geht das? Ja. So, Fahrradtour vom Stellplatz nach Bad Karlshafen, der Weser entlang. Und jetzt müssen wir hier in Würgassen mit der Fähre überfahren. Ja, ich nehme Weizen. Ja, ein großes. Na klar. Adresse haben wir da drüben schon aufgeschrieben bei denen. Tschüss, Luis. Luis hat keine Maske auf. So, jetzt wird die Fähre hier rübergezogen. Und auch nochmal ganz schön da drüben. Der Platz sieht auch nochmal ganz interessant eigentlich aus. Gemütlich. Da könnte man das nächste Mal vielleicht noch vorbeigucken. Hafen in Bad Karlshafen. Der Hafen in Bad Karlshafen. So, man sieht sogar Fische gibt es hier. Und jetzt mal einmal schnell zur Schleuse. Das ist jetzt die Schleuse in Bad Karlshafen. Dort geht es rein zum Sportboothafen. Und was hier an der Weser ganz witzig ist, man braucht sich nur einmal umdrehen, dann sieht man wieder einen Haufen voller Wohnmobile. Hier gibt es einen Wohnmobilstellplatz nach dem anderen. Das ist jetzt hier der Anleger in Bad Karlshafen. Und von drüben kann man direkt auf einen anderen Stellplatz gucken. Vom Wetter her haben wir natürlich wieder mal richtig Glück gerade. Ende September und wir haben, schätze mal, 23, 24 Grad. Und dann sieht man diese Katastrophe. Every day I'm looking for a way to return to the town when everything was easy to learn. Don't know when it started to get so serious. Building up an illusion of a world full of trust. Moving on when everything's gone. Be strong.